Bonjour Leute, herzlich willkommen retour zu den letzten Parts. Es ist eigentlich echt arg, ich habe gerade den Zeitplan offen. Es stehen gar nicht mehr viele Spiele an, also die Zeit verfliegt. Wir haben nur noch sechs Ligapartien und ein Pokal-Halbfinale gegen Saint-Étienne. Also es geht wirklich ans Ende dieser Saison und damit dann auch ans Ende dieses Let's Plays und ans Ende des FM217 für mich. Es ist Wahnsinn irgendwie. Ich habe es ja schon in den letzten Parts öfter erwähnt, diese Wehmut dabei. Ja, aber es ist irgendwie einfach echt cool und das, da lernt man ein bisschen was fürs Leben. Man lernt irgendwie, dass man auch mit Dingen, von denen man nichts erwartet, total glücklich werden kann. Also Ajaxo war für mich ja doch so ein bisschen Notlösung, weil ich nichts anderes bekommen habe nach meinem Rücktritt bei Stuttgart. Und jetzt, ja. Coolstes Let's Play aller Zeiten für mich persönlich. Und ja, ich habe es gerade erwähnt. Das sind unsere letzten Gegner. Das heißt Angers, Caen, Nantes, Bastia, Marseille und Sochaux. Das heißt eigentlich sehr viele lösbare Gegner dabei. Das heißt, wir werden sicher noch Punkte machen. Also davon bin ich mal überzeugt. Und natürlich das Spiel der Spiele gegen Saint-Étienne. Also das. Ja, darauf bin ich schon wirklich so richtig gespannt. Wir sehen Saint-Étienne auf Platz 6, die sind schon stärker einzuschätzen als wir. Aber Pokal ist natürlich immer was Besonderes. So, Scout-Bericht über Angers. Die spielen riskant, haben aggressives Pressing und das müssen wir aufpassen. Riskante Spielweise und Steilpässe. Das heißt, die werden wahrscheinlich gegen uns auch eher kontern. Und die sind damit generell ziemlich erfolgreich. Platz 11 ist für einen Verein in der Klasse, ebenso wie es wir sind, absolut toll. Und deswegen schauen wir mal. In den FC Toulouse 3-1 verloren. Mir fällt jetzt niemand wirklich auf, den ich kenne, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir werden so und so unser Spiel durchziehen und dann einfach mal abwarten und schauen, wie der Gegner sich präsentiert und darauf dann halt versuchen zu reagieren, so gut es geht. Also, ja, sehe ich das mal ganz locker. Schauen wir mal. Posteingang, Verissimo verletzt. Ja, das war es wahrscheinlich mit seiner Karriere bei uns. Verfügbare Spieler für die U19. Wir spielen morgen also am gleichen Tag. Das heißt, ich kann Kariu nicht unbedingt verfügbar machen. Euler. Ja. Sollte man verfügbar machen und der ist nicht registriert. Maximal 4 Nicht-EU-Spieler. Das heißt, wir können ihn noch registrieren, was natürlich auch sehr, sehr cool ist. Boah, das ist Wahnsinn, was dem schon für eine Stärke nachgesagt wird. Also den werden wir schon langsam noch an die erste Mannschaft ranbringen. Und da auch gleich eine Frage an euch, weil ich ja gemeint habe, dass ich euch diesen Spielstand zur Verfügung stelle. Wie viele von euch spielen eigentlich den FM217 noch? Weil ich persönlich finde den FM217 momentan noch irgendwie interessanter und besser. Was aber vielleicht einfach daran liegt, dass ich mit den neuen Features noch ein bisschen überfordert bin. Deswegen würde es mich interessieren, wie viele wirklich beim 217er geblieben sind. Und bin da natürlich gespannt, wie viele das Safe Game dann wirklich spielen werden. Evans kann Bestmarke schreiben. Insgesamt 25 Mal eingenetzt, davon 22 Mal in der Liga. Das ist grandios. Also damit könnte er einen neuen Rekord aufstellen. Lyon hat gegen Lille gewonnen und jetzt spielen wir gegen Angers. Verfügbare Spieler für die Reserve, also einen Tag später. Jetzt muss ich selber kurz noch schauen. Das habe ich mir nämlich gerade gedacht. Kolovos muss ich spielen lassen. Dann nehme ich den Euler gleich mit. Wobei der jetzt ja eigentlich zur Verfügung steht. Heute 20 Uhr. Das heißt, das wird nicht funktionieren. Seido Gomez für die Reserve. Ne, der spielt U19. Poupelin. Mir passt es eigentlich so, wie es ist, glaube ich. Giamera vielleicht mal wieder. Aber sonst bin ich
ganz zufrieden, so wie es ist. Schauen wir mal, also U19, wenn der Euler spielt, dann kann ich ihn nicht einsetzen. Und er hat sich verletzt. Ernsthaft. 3 Wochen. Ausgezeichnet. Das ist natürlich. Genauso wollte ich es. Genauso wollte ich es. Roglic maximal 30, Kalen maximal 60 Minuten. Das Kalen lassen wir auf der Bank. Und dann werden wir schon Schuhe mitnehmen. Hilft nichts. Giuseppe Rossi, 80 Kondition. Der braucht halt jetzt echt schon lange, dass er sich erholt. Ja. Wen haben wir noch? Rogulic ist eh kein Thema. Halen ist kein Thema. Ist nur auf der Bank und Sandro. Okay. Schauen wir mal. Szilard jetzt also Kapitän für die Partie. Unsere Innenverteidigung also ein bisschen eine Schwachstelle bei uns, würde ich fast sagen. Und wir jetzt gegen Angers. Oder Angers. Spieler machen sich warm und wir sind auch dabei. Leidenschaftlich zeigt den Fans, was sie von uns erwarten. Mein Notebook steht neben mir. Irgendwie schreit gerade ein Update. Furchtbar. Vor allem finde ich es so nervig, dass man bei Windows 10 diese Updates nicht mehr abbrechen kann oder nicht mehr einstellen kann, dass sie nicht automatisch runtergeladen werden. Das ist so mühsam. Jedes Mal vorm Aufnehmen schalte ich einen PC 1, 2 Stunden vorher ein, weil ich einfach Angst habe, dass mir ein Update sonst wieder alles verhaut. So, Evans, Basile Kahn, Segura. Ruhiger Spielaufbau. Jetzt die Chance Evans. Aschenpong. Muss Elfmeter geben, ich denke es mir gerade. Chad Evans, jetzt hat er die Chance auf seinen Rekord. Schafft das? Komm. Yes. Freut mich total für ihn. 26. Saisontreffer, der 23. müsste das jetzt in der Liga sein. Gigantisch. Der war sehr platziert. Super Start natürlich für uns. Segura, kein schlechter Versuch aus der Distanz. Ja. Müssen wir aufpassen. Ismail Traoré? Woher kenne ich den? Jetzt bin ich komplett heiser schon. Wer bist du? Woher kenne ich dich? Nirgendwoher. Ich glaube, den verwechsel ich. Oh, heftiges Tackling gegen Evans. Kolo, was hat ihn? Rey. Segura. Tony Segura. 7. Saisontreffer, super. Ein starker Pass von Frikesh und Segura. Nimmt ihn direkt. Torwart sieht nicht wirklich gut aus. Nächste gute Chance. Bin zufrieden, absolut. So, was sagen wir den Jungs? Lehnt euch bloß nicht zurück. Wir spielen aber gleich weiter. Gut geblockt.
Ja, starker Distanzschuss. Bettinelli zum Glück auf der Hut und ohne Probleme. So, Narey klärt. Auch hier wieder ausgezeichnet. Chad Evans jetzt mit Gelb. Bisschen nervös bin ich gerade. Konzentration. Wechseln möchte ich noch nichts. Segura. War wieder sehr geduldig. Unter Versuch von Basilika. So. Ich würde gern James Dean bringen. Die Frage ist wo? Und als was? Abräumer passt ja ganz gut. Die Frage ist nur wie. Schwierig. Ich möchte Kolovos nämlich durchspielen lassen und eigentlich auch Basile Kern durchspielen lassen. Aber der ist relativ müde. Ich bringe James Dean mal statt ihm hier. Einfach ballerobernd. Auf Support. Ich möchte später noch Chad Evans einen Applaus geben. Ich hoffe mal, dass es von den Ergebnissen her so gut bleibt jetzt. Das für uns. Ja. Evans in die Mauer. Und jetzt die Konterchance. Gut geklärt. Jetzt machen wir den Wechsel. Evans raus und Kariu. Das heißt, der Rekordhalter geht raus und die neue Generation rückt nach. Und wenn sich's noch ausgeht, aber wahrscheinlich eher nicht. So ist es. Souveräner 2 zu 0 Sieg. Hätte ich mir nicht gedacht, muss ich sagen, dass es so souverän ist. Aber wirklich begeistert. Viele Torchancen hatte Angers eigentlich auch nicht. Also wirklich alles gut. Jetzt sind wir bis auf 4 Punkte sogar an Monaco dran. Aber zu viel auf die Tabelle möchte ich jetzt nicht schauen. Ich glaube, wir werden da nicht keine großen Sprünge mehr machen. Segura, Spieler des Spiels, hat das wirklich gut gemacht. Super Passspiel. Habe ihn jetzt mal mit irgendeinen Pässen gelobt. Das finde ich irgendwie noch beeindruckender, 90%. Gerade für eine offensive Rolle, wie er sie hat. Gut, nach Analyse James Dean war der Schwächste, aber gut hat er auch. Steht da eh nicht genügend Zeit, was zu zeigen. Jetzt spielen wir gegen Korn, das heißt gegen. Ja, wieder einen lösbaren Gegner. Also, das sollte wieder was drin sein. Kann sich sehen lassen, unsere Saison. Was tut sich transfermäßig noch? April. Da müssten schon langsam auch. Naja. Langsam auch Angebote für den Sommer kommen, ist noch zu früh wahrscheinlich. Ja. Riskante Spielweise, Pressing variabel, sonst sind sie relativ variabel. Viele, ja, viele Vorlagen über Flanken. Schwachpunkt ist das Passspiel. Das heißt, wenn man die ordentlich unter Druck setzt, könnte gehen. Schauen wir mal, wenn sie gut über Flanken sind, dann ist das für uns natürlich auch schwierig. Aber wir werden es einfach mal mit unserer Standardtaktik versuchen. Kommen wir von der Zeit her jetzt eigentlich relativ gut voran. Da dürfte sich wieder ein zweites Spiel ausgehen in dem Part. Sandro steigt wieder ins Training ein.
Lagoa hat sich verbessert. Physisch schon sehr stark für einen 18-Jährigen. Technisch muss er halt noch einiges lernen. Wird man sehen, ob es aus dem was wird. Servette Genf gegen Grasshoppers Zürich. Servette Genf ist auch so ein cooler Verein. Ich mag die irgendwie total gern. Die kenne ich eben noch aus meiner Kindheit, weil das das erste Spiel war, dass ich im Stadion war. Sturm Graz gegen Servette Genf. Ich glaube, das war das erste. Champions League Qualifikation 1998. Langes her. 20 Jahre, alter Schwede. Da war ich noch klein. Also bin ich jetzt auch noch, aber. Naja. Brustkorbverletzung. Cardona, was machst du? Im Kraftraum überanstrengt. Das wird mir nie passieren. Er ist unzufrieden. 400.000. Müsste ich zahlen, das wäre ungefähr sein Marktwert, okay. Der gefallen würde mir extrem gut. Kommt das jetzt jede Woche? Weil da steht jetzt, dass der aktuelle Rekord bei 26 liegt. Das wäre nervig. Thiago da Costa. Super Flair und schnell ist er. Viel mehr weiß man eigentlich nicht. Nehmen wir mal auf. Spielen wir gegen Caen. So. Die Partie nehmen wir tatsächlich gleich mit. Müssen wir schauen, Rogulic wird normalerweise wieder spielen können, nachdem er ja noch angeschlagen war im letzten Part. Und auch Haaland werden wir zurück in die erste Mannschaft verschieben können. Wobei ich es echt cool finde, dass gar nicht aufgefallen ist, dass der gefehlt hat. Also. Das war echt stark. Segura. Rossi ist einfach zu stark. Ich muss Rossi reintun. Wann haben wir. Okay, eine Woche haben wir dazwischen noch und dann haben wir die Pokalpartie. Das ist vielleicht vor der Pokalpartie Rossi nochmal zu schonen, wäre eine Überlegung. Rogulic, da haben wir ihn. Den lassen wir auch wieder spielen. Sonst glaube ich, müssen wir eh nicht wirklich was machen. Dürfte alles so passen, wie es ist. Also legen wir los und schauen mal, was so drin ist. Ich hätte halt schon wieder Lust auf einen Sieg, muss ich sagen. In den Tabellen 17. muss fast klappen. Aber das sind immer diese schwierigen Partien. Geht raus und macht es genauso wie beim letzten Mal. Das heißt, Rossi setzt sich gleich wieder auf die Bank. Dass er jetzt nicht gepasst hat auf Chandler, wundert mich. Ist das Timothy Chandler? Auch eine Legende. Da ist er ordentlich unter Druck gesetzt worden. Für Chichi. Gefährlich. Bettinelli ohne Probleme. Aber bisher beginnen die relativ stark. Versuchen wir es mal mit der Konzentrationsmasche. Gelbe Karte, Freistoß. Den wir nicht sehen, stattdessen die Ecke. Also sie drücken ziemlich. Es wird, glaube ich, in Hälfte 2 mal das 4-4-2 werden.
gut von Basilika. Narey. Okay, war glaube ich eine Flanke. So gut, gleich wieder den Ball. Rossi. Naja. Giuseppe Rossi verletzt. Eieiei. Segura in der Partie. Hoffen wir mal, dass es nichts Schlimmes ist. Weil eigentlich haben wir in dem Jahr ja sehr viel Glück gehabt mit ihm. Boah, wie ich kritisiert wurde in den Kommentaren, als ich Giuseppe Rossi verpflichtet habe. Aber das war dann trotzdem keine so blöde Idee. Gut, probieren wir es jetzt so. Jetzt muss ich nur kurz schauen. Ich werde jetzt die La, glaube ich, eher rausnehmen als Halen. Rogulic, Flügelspieler. Ist nicht optimal, aber für das Spiel dürfte es reichen. Oh, das klingt so negativ. Also so herablassend. Na, damit meine ich aber nur, solange es keine Dauerlösung so ist. Jetzt bin ich gespannt, ob wir stabiler sind defensiv. Boah, heftig von Basilika. Ist er als Box-to-Box drin oder Ball-erobernd? Box-to-Box passt. Rogulic verletzt. Nervig, nervig, nervig. Frikesh habe ich jetzt mal auf Unterstützen gestellt. Gegner drückt uns nämlich noch immer ziemlich rein. Mich verklickt. So muss man mit mehr fordern. Wahnsinn, wie einfach die durchkommen. Segura braucht man jetzt auch viel mehr Pressing. Der ist da, mir da jetzt so ein bisschen zu sehr spaziert im zentralen Mittelfeld. Von der Positionierung her war er nämlich ziemlich weit hinten und hätte da eigentlich auch ganz gut Pressing betreiben können. Und es wäre wichtig, dass wir den Gegner da frühzeitig stören können. So, da dürfen wir jetzt auf keinen Fall den Ball verlieren. Sowas kann sehr schnell ins Auge gehen. Basilika, das ist ein Traum, dieser Pass. Ich habe so gehofft, dass der kommt. Machen sie einen Doppelpass daraus, auch nicht schlecht. Ducouré, den kenne ich auch. Highlights sind auf erweitert, deswegen ging das so schnell. Ich denke es mal gerade, das ist noch von der Pokalpartie. Timothy Chandler jetzt wohl auch mit Gelb. Dieser Evans. Ach, ich liebe ihn. Ich denke mir noch, was ist das für ein schlechter Freistoß? Und dann packt er diese Klebe aus. Das ist Wahnsinn. Also wenn das dabei bleibt, ist das echt ein guter Part. Schauen wir mal. Aschen Pong verliert den Ball.
Vier mehr Ra. Ah, bleibt dann Chandler hängen. So, das kann halt auch ins Auge gehen. Die Konterchance. Die ist gut. Das ist noch nicht zu Ende. Ich möchte nur noch schnell beide Außenverteidiger auf Verteidigen stellen. Ich möchte da nicht mehr solche Ausflüge haben, wie Giamera gerade gemacht hat. Narey mit dem Foul. Wir müssen den Ball irgendwie wegbekommen, das ist unfassbar. Bettinelli. Können wir uns bei ihm auch schon bedanken. Ich weiß nicht, auf wen Evans jetzt verlängern wollte. Schade, auf jeden Fall, dass wir da gleich wieder den Ball verlieren. Wegen sowas. 3 Minuten Nachspielzeit. Man sieht, wir kriegen den Ball immer wieder zwischendurch weg. Aber einfach nicht weit genug. Jetzt haben wir drum gebettelt. Schwach geklärt, also ja. Hier eine Ray verliert diesen Zweikampf, das darf auch nicht passieren. Zuordnung, naja. Kann man, glaube ich, jetzt auch nichts Schlimmes zu der Zuordnung sagen. Daran lag es nicht, glaube ich. Sehr, sehr schade. Und Segura mit dem Versuch. Den Karamo kenne ich, glaube ich, auch. Muss ich mal kurz schauen. Gegner. Inter Mailand, oder? Nee. Oder ist der jetzt zu Inter Mailand gewechselt? Ich bilde mir ein. Ich habe nämlich FIFA gespielt mit Inter vor kurzem. Und da war ein Rechtsaußen, glaube ich, der so ähnlich geheißen hat. Aber ich glaube, der war jünger. Ja, natürlich bin ich enttäuscht. Aber das werden wir jetzt nicht an der Mannschaft auslassen. Wir haben wieder gepunktet. Und solange wir ständig weiter punkten, egal wie, ist das ganz gut so. 2 bis 3 Wochen. Giuseppe Rossi. Wirbelsäulenverletzung. 3 bis 4 Monate bei den Kosten. 4 bis 5 Monate oder 5 bis 6 hier. Vertrag läuft ja noch ein Jahr, oder? Ja. Ja, soll der Vereinsarzt übernehmen. Giuseppe Rossi wird also für den Rest der Saison ausfallen. Aber man muss ganz ehrlich sagen, wie viel hat er gespielt jetzt für uns? 29 Einsätze, 12 Tore, 6 Vorlagen. Das kann sich schon sehen lassen. Und ja, auch er wird ihm ausfallen. Zum Schauen, das heißt, Cardona ist ja auch verletzt. Gut, Sandro nehmen wir mal mit. Und Euler ist auch verletzt, stimmt. Den hätte ich sonst auch ganz gern mitgenommen. Ja, bleibt ja nur Schaschur, mehr oder weniger. Das ist richtig ärgerlich. Evans neuer Rekordtorschütze, 27 Tore. Ein Rekord von 1967 eingestellt, okay. Das ist natürlich stark. Ja, wurde gerade von den Journalisten auch gefragt wegen eben der Pokalpartie, aber ich habe gesagt, ich bleibe optimistisch und so ist es im Endeffekt auch. Wir werden alles versuchen, im nächsten Part mal das Duell mit dem FC Nantes, das heißt ein interessantes Spiel, wo wir natürlich wieder gewinnen wollen, auch wenn es bestimmt nicht einfach wird. Schauen wir mal, ob es wieder klappt. Danke fürs Einschalten, au revoir.